Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen unseren Abwehrchef Silas. Grüß dich. Silas, lass uns mal kurz über die letzte Woche sprechen. Zwei Auswärtsspiele, zwei harte Partien, also schwere Partien. Einmal gegen Wacker und einmal gegen Rosenheim. Aber lass uns mit Wacker anfangen. Erzähl uns aus deiner Sicht mal die 90 Minuten ganz kurz. Ja, wir sind relativ schnell leider in Rückstand geraten mit 2-0, kommen dann gut zurück mit dem 2-1 und haben eigentlich versucht, nach der Pause auch Druck zu machen und aufs 2-2 zu spielen und wurden leider da nicht belohnt und dann mit zwei direkt verwandelten Freistößen auch ja, bestraft, war ein bisschen unglücklich, aber ja, alles in allem ja, hat es leider nicht gereicht für einen Punkt oder mehr. War Wacker Burghausen wirklich viel besser oder wart ihr eigentlich auf Augenhöhe, nur sie waren eben eiskalt? Ja, ich glaube, die Spielanteile waren eigentlich relativ ausgeglichen und ja, sie waren, haben halt ihre Chancen gemacht, ja, muss man einfach sagen. Deswegen leider verloren. Okay, kann man nicht ändern, aber schauen wir schnell mal auf Rosenheims Spiel. Das war ja doch ein bisschen umkämpfteres Spiel, ging dann 2-2 aus, der erste Punkt. Wie siehst du die 90 Minuten? Ja, erstmal muss man sagen, ich glaube, der Punkt war extrem wichtig für uns, dass wir jetzt auch gepunktet haben und da auch mit einem positiven Gefühl ins Heimspiel gehen können. Sind auch wieder schnell in Rückstand geraten mit 2-0 und kommen aber gut zurück und haben am Ende in Überzahl wirklich auch die Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Aber letztlich, glaube ich, ist der Punkt positiv für uns zu bewerten. Da du es ja beides mal angesprochen hast, beides mal schnell in Rückstand geraten, woran liegt es momentan, dass da... Fehlt da ist an Konzentration oder ist es einfach Unglück? Woran liegt es? Ja, Unglück glaube ich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch wacher sein müssen die ersten Minuten. Wärmen uns gut auf. Woran es jetzt liegt, genau kann ich nicht sagen. Aber wir müssen es auf jeden Fall abstellen, dass wir da länger die Null halten. Am besten bis zum Ende. Ja. Das wäre natürlich am besten, ja. Aber wer den Coach ja kennt, weiß ganz genau, der wird sich die Spiele akribisch anschauen, ja. Und gucken, was wir daran verbessern können. Du hast es schon angesprochen, Wochenende das erste Heimspiel gegen Schalding. Was meinst du, was ist da drin? Ja, wir freuen uns alle drauf, dass wir wieder in unserem Stadion spielen dürfen und vor unseren Zuschauern. Und ja, ganz klar, wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist meine Ansage. Vielen Dank, dass du noch Zeit hattest. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja.